Hallo. Du weißt jetzt, wie der Statum suchen. Was? Oder rein? Ne, hier kommen wir gar nicht rein. Ja, wir müssen erstmal hier wieder ein paar tausend Zettel hinlesen. Was ist das denn? Ne, kein Bock drauf. Was ist das denn für eine komische Hieroglyphe? Öffne mal. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ja. Ja. Ja, mach mich einfach, erklär. Ja, chill. du kannst diese Dinger so lange drehen, dass die Mitnehmer das Zeug mitnehmen. Und dann muss da irgendeine Kombi entstehen, dass diese Plättchen in der Mitte nach außen reinkommen oder so. Genau. Guck mal, jetzt kann ich das mitnehmen und den Schieber zum Beispiel hier komplett rausnehmen. Sag ich nochmal. Kann ich auch mal anschauen? Ich hab nie probiert. Nö, darfst nicht. Ey! Digga. Baby, drehst du was? Jetzt, wenn du in der Mitte klickst, dann dreht sich der hellgraue Kreis. Und okay. Alles, was an diesen hellgrauen Kreis angebunden ist, dreht sich mit. Und jetzt haben wir überall so Doppelschieber und wir haben Einzelschieber. Die Einzelschieber sind nur Klötze, die halt blöd umeinander fahren. Mit den Doppelschiebern kannst du Sachen verbinden. Und jetzt ist es quasi Aufgabe, die kleinen und die großen Schieber überall in der vorgesehenen Ecken reinzubringen. Das heißt, in die Mitte müssen noch zwei kleine Schieber und ein großer Schieber. Ja. Und außen sind die drei großen Schieber bereits drin. Wobei ich denke, dass wir diese vielleicht nochmal brauchen, um irgendwas anderes anzutreiben. Ja, das denke ich mir auch gerade. Bist du, dreh mal noch eins weiter, dann in Regel über den mittleren. Jetzt dreh den, nein, eins zurück. Genau, jetzt dreh den eins weiter oder zwei. Solange bis du den äußeren jetzt drehen kannst, genau. So, jetzt ist er schon mal frei. Und der mittlere ist rechts offen, das ist gut. Also der mittlere Stift steht schon mal richtig. So passt doch jetzt perfekt, oder? Man kann erstmal in die Mitte und man kann nach außen. Das müsste eigentlich passen. Ja, dreh mal noch weiter. Ja. Nein, was machst du? Chill. Fahr rein, die Scheiße. Finally. Oh mein Gott. Und auf einmal wärst du falsch. Egal. Wir haben einen neuen Raum. Eine Tür. Gab's jetzt hier noch irgendwas, oder? Hier Sounds of people on the other side of the door. Ja, wie auch immer. Shelter. Sonst? Shelter? Ich geb dir gleich Shelter. Emergency Shelter, ja, so Sicherheitstür. Hier, ich hab hinter dem Sofa eine Statue gefunden. Digga. Die liegen auch überall so komisch. Eine fehlt noch, eine fehlt noch, Flo. Lass dich mal kurz machen. Hä? Vielleicht irgendwo. Er ist so auf Jagd, Alter. Ja, richtig auf Jagd. Dann haben wir es abgeschlossen, weißt du? Eine Pflanze drin. Oh Gott, das ist wieder so ein ekliges Rätsel. Ich hab sie. Als ob. Wer haben wir denn? Haben wir echt alle? Lach. Ja. Goldie, Alter. Geil. So, jetzt war alles scheißegal, ich kann in Ruhe sterben. Man kann hier halt aber auch fast gar nichts machen, ne? Warte mal. Oh Gott, da kann man wieder irgendwas eingeben. Ja, hier gibt's doch diese Notes. Ich lese nochmal die Note durch. Okay. Das ist eine Beschwerde. Und zwar, er möchte sich in aller Form über jemanden beschweren, und zwar Hans Sterling. Er macht unangemessene und unangebrachte Witze, in Anführungsstrichen, über ihn und über Scott Harding. Diese Witze sind meistens an Scott und mich gerichtet. Und irgendwas mit Brüder. So wie ich verstanden habe, soll es lustig sein, diese Jokes, sind es aber nicht. Ist hier wieder so ein Rätsel? Ich habe ein ganz anderes Rätsel gerade gefunden. Ja, jetzt ist das eine wieder ausgegangen, hä? Ja, ich verstehe es noch nicht so ganz. Irgendwie manchmal leuchten die, manchmal nicht. Hä? Da muss man so eine Reihe bilden.
Guck mal, jetzt habe ich hier ganz viele gelbe in der Reihe, da sind ein paar rote in der Reihe, das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Aber kein Plan, wie ich die blauen in die Reihe bringen soll. Warum geht das Orange an, wenn du das Blaue da verschiebst? Keine Ahnung. Ja, aber es ist schon mal nicht so schlecht, wenn ich die in die Reihe Geht das bringe. hier auch an, wenn du es nach oben schiebst? Ja. Also es kann auch Platz dazwischen sein, ja? Ja. So. Okay, lass mich kurz da. Drücke, du hör mal auf, irgendwelche Sachen zu drücken, Florian. Nee. Also, bleibt alles so, wie es ist. Ob du hier bist und nicht. Jetzt hör doch mal auf. Ich erdrücke irgendwas. Ich probiere halt aus. Ich hab's mittlerweile ein bisschen verstanden, aber es ist halt Sau-Hurensohn. Es ist richtig Hurensohn. Aber es ist absolut dumm, hä? Ich kann es nicht wirklich erklären, aber ich habe es, glaube ich, verstanden. Super. Also. Aber hier war Mann, noch ich bin kurz irgendwas. davor. Es sind zwei Dinge, die ich noch anmachen muss. Es triggert. Stimmt, hier muss man irgend so eine komische Zahl eingeben, um die Post abzuholen. Hier brauchen wir einen Schlüssel. I can hear sounds of people on the other side. I better not go there. Ah, okay. Stimmt, weil wir immer noch am Ausbrechen sind. Ganz vergessen. Als nicht. Der ist auch nicht. Ich hab's. Da haben wir 6-4. Finally. Da ist 8-3-7. eine Nachricht drin. Und ein Schlüssel. Wollten wir irgendwo Schlüssel einsetzen? Ja, am Schreibtisch. 6-5-7-3-4. Zack, da ist irgendeine Notiz drin auch nochmal. Was steht denn drauf? Warte. Ah, ich glaube, ich weiß, wofür wir es brauchen. Für das hier. Ganz easy. Zack, zack. Zack, 93. zack, zack, zack. Oder? Locked. Wahrscheinlich. Oh, da muss wahrscheinlich genau andersrum sein. Okay. Was? Naja, du. So wird es nix. Weil die Liste falsch ist. Ist es falsch? Betrug. Das ist so lame, ne? Das ist so lame, Alter. Warum? Ich hab's die ganze Zeit so gemacht. Warum? Was ist wahr? Ja, nix, was will ich machen, Alter? Hier, nimm die Scheißliste hier. Oh, Digga, ja, übertreib halt. Dreimal darfst du raten, wo die drin gesteckt ist. Wo? Ja, im Briefkasten. Hey, den haben wir aber nicht aufbekommen. Ja, natürlich, doch. Wir müssen dieses Scheißding nochmals um 90 Grad drehen, Alter. Scheiße. So eine Dreckstüte, Alter. So, und jetzt brauchen wir deine Codes irgendwie, aber ich habe keine Ahnung wie. Ja, wen brauchen wir davon, ist die Frage. Ja, Digga, das sind so viele, Alter. Vor allem immer so viele Kürzel. Wir müssen erstmal Ah, hinten ist eine rausfinden, Notiz. wenn. Da hinten ist eine Notiz. Since there was a mistake with the names and employee IDs on the previous shift list, we have fixed them on this one. We have included a few copies of the remaining shift list for your station employees to disregard then. Ach. Ja, dann lass einfach mal schnell schauen, was falsch war, oder? Welche nicht übereingestimmt hat, und die probieren wir aus. Ja. Das wäre jetzt so der erste Ansatz, wo ich sagen würde, okay, geht fit. Hast du A.C. Punkt? Bei wem? Guck einfach auf Was deine für Liste? Liste. Hast du A.C. Punkt? Punkt. L P. Punkt. P. L. L. Punkt.
P mit Paula L. Ludwig. Ja, habe ich. Nummer? 65743. Aber Passt. da gibt's mehrere, da gibt's mehrere. Drei Stück. Ja, aber die Nummer war richtig. Die habe ich auch. Hast du einen B-Punkt, M-Punkt? Wie nochmal? Einen Bernd Miller. B. M. Punkt. Nee, ich glaube nicht. Okay. Hast du einen A. Punkt R. Punkt? Nee. Hast du einen B. Punkt S. Punkt? Nee. Bernd Scott. Auch nicht. Okay, dann wird's komisch. Weil jetzt sind wir durch. Wirklich. Auf dem Map oder generell oder was? Ja, generell. Erklär, bitte. Dodo würde mich jetzt als Cheater beleidigen. Erklär. Ja, warte. Code. Ich kann da dann jetzt nicht mehr so ranzoomen. Code ist 62938. 6-2 ist wieder BH, das war Harting, den hatte ich ja schon die ganze Zeit auf dem Schirm gehabt, dass wir den dafür brauchen, weil er war der Officer. Was hast du Okay. gesagt? 938. 937 oder 938, ja. 938, das ist MC. Wer ist MC? Keine Ahnung. Max Dealing. Oder ne, das war MS, warte mal. MC. Ja. Haben wir nicht auf unserer Altliste drauf. Wow. Keine Ahnung, woher der kommt, der Typ. Wirklich gar keine Ahnung. Ist der Ausgang jetzt so wie? Ich glaube es fast nicht. Wir sind durch. Es gab jetzt Szenario noch mal gucken. eine Endhöhle mit dem einen Typen, der uns rausgeholt hat mit dem Schlüssel. Nee, leider nicht. Ich The dachte journey eigentlich. continues in the bunker. Oh nein. Es wäre doch gelacht, wenn es nicht weitergeht, weißt du? Also war schon gut. Waiting on host. Das hat mich ein bisschen gebrochen, aber es ist auch halb zwei Ja. zur Verteidigung. Da darf das, glaube ich, passieren. Okay, dann Waiting on Host. Also das heißt, wir müssten jetzt eigentlich eine zweite Version runterladen. Jetzt ein zweites Ding aufsetzen und die zweite Map laden. Aber ich denke, für heute ist um halb zwei hier erstmal Sense. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, oder die Videos, ich denke eher, das wird ein Zwei- oder mindestens ein Dreiteiler, dann schießt unbedingt mal den Like-Button ins Allteil des Videos, unbedingt mit Freunden und Verwandten und schaut auch gerne beim Goldie und beim nächsten Mal wieder rein. Der kleine Goldie wird sich auch freuen, wenn wir da ein bisschen lieber da lassen. Der macht nämlich auch ganz super tolle Videos. In dem Sinne, genug für die Werbung heute. Möchtest du denn noch was hinzufügen? Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Okay, perfekt. Mache ich auch. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.